Willkommen zum heutigen Video zur Investmentstrategie für Juli, in dem wir Ihnen einen Überblick über unsere aktuelle Einschätzung von Wirtschaft und Finanzmärkten geben möchten. Derzeit sinkt das Infektionsgeschehen und die Wirtschaft nimmt weiter Fahrt auf. Viele Konjunkturindikatoren sind bereits wieder auf oder sogar über ihrem Vorkrisenniveau. Der kürzlich veröffentlichte IFO-Index zeigt beispielsweise für Deutschland ein sehr optimistisches Stimmungsbild. Die Produktion der Industrieunternehmen wird aktuell zwar noch durch fehlende Vorprodukte wie Halbleiter und Kunststoffe zurückgehalten, aber die Auftragsbücher der Unternehmen sind prall gefüllt. Das Wachstum der Wirtschaft im zweiten Halbjahr dürfte daher hoch ausfallen. Auch in anderen Regionen wie China und den USA wächst und gedeiht die Wirtschaft ebenso wie die Profite der Unternehmen. Allerdings hat in beiden Regionen die Erholung bereits früher begonnen und wird voraussichtlich in den kommenden Monaten an Schwung verlieren. In den USA lassen immer mehr Bundesstaaten die Erhöhung des Arbeitslosengeldes auslaufen, die im Zuge der Corona-Pandemie eingeführt wurde. Auch die großzügigen Einmalzahlungen, sogenannte Stimulus-Checks, kommen nicht wieder. Die Einkommen der US-Bürger sind trotz der wachsenden Wirtschaft daher aktuell sogar rückläufig. Allerdings haben die Haushalte auch genug Ersparnis aufgebaut, um weiter konsumieren zu können und den Wirtschaftskreislauf zu stützen. Auch neue Programme sind bereits im Kommen. Senatoren der beiden großen US-Parteien haben sich mit der Biden-Regierung gerade auf ein Infrastrukturprogramm im Umfang von 1 Billion US-Dollar geeinigt. Die aus Finanzmarktsicht unerfreulichen Steuererhöhungen für Unternehmen sind dabei fürs Erste vom Tisch. Und auch in Europa bleiben Staatsausgaben eine wichtige Stütze für Unternehmen. So haben beispielsweise die EU-Mitgliedstaaten inzwischen die Gelder aus dem Wiederaufbaufonds beantragt. Und auch die Zentralbanken in Europa und den USA stützen nach wie vor die Märkte. Die wachsende Wirtschaft und die staatlichen Investitionen lassen auch die Rohstoffpreise in die Höhe schnellen. Davon profitieren besonders die Länder, deren Wirtschaft stark vom Rohstoffexport abhängig ist, wie beispielsweise Brasilien oder Russland. Das spiegelt sich auch in den Gewinneinschätzungen von Analysten wider. Die erwarten für Lateinamerika dieses Jahr das stärkste Gewinnwachstum aller Weltregionen. Außerdem zeigt die Vergangenheit, dass Anleger zumeist relativ spät im Konjunkturzyklus, also erst in der Boomphase, genügend Vertrauen in die globale Wirtschaft schöpfen, um Geld in Schwellenländer zu investieren. Und dieser Zeitpunkt ist unseres Erachtens jetzt gekommen, weshalb wir eine Outperformance der Aktien aus Emerging Markets wie den lateinamerikanischen Staaten erwarten. Auch andere, eher zyklische Märkte wie der Euroraum weisen mit fortschreitendem Konjunkturzyklus attraktive Erträge auf. Während Märkte, die eher als sichere Häfen in Krisenzeiten gesehen werden, darunter Japan, in einer Boomphase eher schwache Aktienrenditen bieten. Vor diesem Hintergrund haben wir uns in der taktischen Positionierung für die kommenden Monate für folgende Allokation entschieden. Wir gewichten die Segmente Aktien und Renten im Aggregat neutral. Innerhalb des Aktiensegments präferieren wir zyklische Märkte wie den exportstarken Euroraum, das finanzstarke Großbritannien sowie das rohstoffreiche Lateinamerika. Vergleichsweise vorsichtig bleiben wir derzeit in Asien positioniert, wo wir kurzfristig eine fortgesetzte Underperformance Chinas und Japans erwarten. Innerhalb der Rentensegmente bevorzugen wir Unternehmensanleihen aus dem Investment-Grade- und Hochzinsbereich gegenüber europäischen Staatsanleihen. Denn in einer Phase starken Wirtschaftswachstums sollten renditeträchtigere Unternehmensanleihen besser performen als die stabilen, aber niedriger rentierenden Staatspapiere. Damit bedanke ich mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Tag.